Shalom, meine lieben Friends, auf einem weiteren Video auf Sex Plus, den einzig wahren Sex-Kanal auf ganz YouTube Deutschland, der Proteinmitteln vertickt. Freunde, ich weiß nicht, wie die Kommentare aussehen, aber das hier ist ein vorgehasseltes Video. Ich weiß, dass sehr viele sich fragen, wie ein Drehkick geht. Der legendäre Drehkick. Ich habe zwar tausendmal gezeigt, wie der geht, aber ich habe irgendwie den Anschein, dass ihr es bis heute nicht ganz verstanden habt. Deshalb kommt heute exklusiv auf diesen Kanal noch ein letztes Mal der Straßen-Ohrschlauch-Zerberster-Kick nur für euch. Viel Spaß! So, Freunde, ganz wichtig ist natürlich ein bisschen aufwärmen. Wenn ich ihr wäre, würde ich ein bisschen laufen, aber ich bin zu faul, es ist viel zu früh. Und ich habe den Kick 10 Milliarden Mal gemacht. Aber ganz wichtig ist dehnen, okay? Dehnt euch ein bisschen, zuerst in diesen bisschen Spagat, ein bisschen runtergehen, müsst nicht ganz unten sein. Hüfte nach vorne, auf einer Homo-Basis, Hüfte zurück, Hüfte ein bisschen kreisen versuchen, so, damit das hier komplett schön ausgedehnt ist. Dann hier ein bisschen mit zwei Händen auf den Knie, dann die Seite wechseln. Genau dasselbe, nachdem ihr das ein paar Mal gemacht habt, versuchen so auf den Boden zu gehen und weiterzumachen. Genau dasselbe auf der anderen Seite. Wenn ihr all das gemacht habt, versucht ein bisschen in die Mitte zu gehen. Geht ein bisschen runter mit den Handflächen, lässt die Beine ausgestreckt und geht so ein bisschen runter. Wie ihr seht, das ist nicht mal ein ganzer Spagat, so, trotzdem reicht es zum Aufwärmen. Es reicht für Kopfhöhe. Das muss nicht heißen, wenn ihr keinen ganzen Spagat hinkriegt, dass ihr nicht zum Kopf schlagen könnt, weil die Hüfte ist bei sehr vielen Menschen sehr komisch konzipiert. Deine Hüfte ist anders als meine. Und deshalb habt keine Angst, nur weil ihr denkt, Alter, ich schaffe keinen ganzen Spagat, ich werde den Kick sicher nicht schaffen, ist Bullshit. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr ein bisschen gerannt seid, dass ihr euch ein bisschen gedehnt habt. Und wenn ihr ein bisschen gedehnt habt, dann steht ihr so auf und versucht einfach, das Bein gerade hoch zu kriegen. Ihr stellt euch hin, ein Bein ist vorne, zweites Bein ist hinten, mit dem ihr kickt und ihr geht einfach gerade hoch und gerade runter. Ihr macht das ein paar Minuten lang, ihr wärmt euch auf, das ist Step Nummer 1. Rechts, links. Am besten ist, wir ziehen diese Lederjacke aus, das hat einen zu krassen Ausländer-Flavor hier, Alter. Es wäre natürlich gut, bevor wir mit den Übungen überhaupt weitermachen, dass ihr schaut, wo ihr das alles ausübt, weil es kann sein, dass ihr ausrutscht. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch wehtut. Deshalb nehmt entweder eine Matte als Untergrund, wenn ihr Angst habt. Also es kann euch eigentlich nichts passieren, wenn ihr so hier ausgerutscht seid oder so am Boden fällt. Also es wird euch nichts Schlimmes passieren. Aber wenn ihr wirklich krasse Angst habt, holt eine Matte oder höchstens einen Teppich, wenn ihr keine Matte habt, dann sollte euch nichts passieren. So, dann kommen wir auch zu der zweiten Übung. Übung Nummer 1 war ja, Bein überhaupt gerade zu halten. Wenn ihr irgendwie so in die Mitte kommen könnt, versucht ihr immer höher zu gehen. So, ihr geht immer höher, haltet euren Oberkörper gerade, haltet die Hände gerade und geht einfach die ganze Zeit höher, wechselt die Beine und das macht ihr ein paar Minuten lang. Wenn ihr irgendwie so fortgeschrittener seid, kann man so versuchen, noch höher zu gehen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht wichtig, bei der Übung alles, was es gibt, zu geben, okay? Als nächstes versucht ihr zuerst mit dem Knie hochzugehen. Das ist jetzt ganz wichtig. Mit dem Knie hochzugehen ist das Allerwichtigste bei dem Kick. Ihr geht hoch und hält ihn hier. Hoch und haltet ihn hier, okay? Ihr wechselt ab und haltet ihn wieder hier hoch. Ihr müsst es schaffen, einfach die Hüfte reinzudrehen, hier auf den Ballen zu steigen und das hochzuhalten. Okay? Wenn ihr das könnt, versucht ihr hochzugehen und auszustrecken. Dann wechselt ihr den Bein, hochgehen, ausstrecken. Dann weiter, hochgehen, ausstrecken. Die meisten Menschen werden jetzt circa so aussehen. Das macht nichts. Okay? Ihr versucht es trotzdem, immer weiter und weiter und stehen bleiben. Nachdem ihr das geschafft habt, versucht ihr Folgendes. Wieder mit dem Knie hoch und diesmal den Ballen reindrehen. Hoch, Ballen reindrehen. Okay? Nochmal. Hoch, Ballen reindrehen. Okay? Der Ballen geht so mit. Hoch, aus der Hüfte, Ballen reindrehen.
bisschen mit dem Oberkörper mitziehen, so dass das Gewicht mitkommt. Das soll am Ende dann circa so aussehen. So. Okay? Das heißt, ich nehme mein Gewicht aus der Hüfte mit, gehe mit und folg so. Das Wichtige hierbei ist, dass ihr nicht wie jeder andere Kanake, der seit 10 Tagen trainiert hat, diesen Schlag so schlägt und eure Hüfte verletzt. Das Wichtige ist, ich kann auf einem kleinsten Raum diesen Kick raushauen. Okay, wir gehen mal kurz. Stell dir vor, wir sind hier drin und ich muss den Kick, den normalen Kick, von hier zur Körpermitte bringen. Wenn ich ihn jetzt so bringe, habe ich hier keinen Platz, den zu schlagen. Wenn dir aber zwei Gegner sind und ich bin von hier, kann ich ihn noch immer schlagen. Selbst wenn er so eng ist und ich bin hier drin, kann ich ihn noch immer schlagen, weil ich von der Mitte rauskomme, okay? Deshalb immer Knie hoch, reindrehen, schlagen. Und das ist das Wichtige. Der Ablauf muss auch langsam klappen. Damit ihr etwas schnell könnt, müsst ihr es auch langsam können. Ihr geht rauf, reindrehen, aufmachen, stehen bleiben und wieder zurück. Reindrehen, aufmachen, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben und wieder zurück. Klar, am Anfang wird es wieder so aussehen. Aber das macht nichts. Irgendwo ist immer der Anfang. Selbst wenn ihr das so schafft und ihr könnt so stehen bleiben, ist gut. Ihr trainiert ein bisschen Oberschenkeldistanz und ihr könnt wenigstens dann den Low Kick. Wisst ihr, ich meine? So, jetzt haben wir alle Stufen der Vorbereitung für einen Drehkick gelernt. Es fehlt nur ein einziger Teil und das ist die Bewegung. Der Drehkick funktioniert auf zwei Arten. Er schaut entweder nur cool aus oder er schaut extrem cool aus, okay? So, wenn es nur cool aussehen soll, dann ist es ohne Anlauf. Aus dem Stand. So, das ist aus dem Stand. Wenn es extrem cool aussehen soll, dann ist es mit einem weiteren Kick. Ihr habt gesehen, bei dem letzten Kick gab es noch einen weiteren Schritt. Das ist nur ein Schritt, aber der Effekt, wie es dann aussieht, ist sehr krass, okay? Damit wir den Kick können, müssen wir diese Bewegung lernen. Ihr geht rauf mit dem Ball. Hier, die Kraft ist nach vorne verlagert, okay? Ich verlagere mich nach vorne und gehe sozusagen hoch. Ich hebe das Knie, so, ich hebe das Knie und mache diese Drehung, wie so eine scheiß Ballerina. Und das übt ihr jetzt, okay? Ihr geht sozusagen, ihr nehmt die Kraft, geht mit und dreht euch, als ob ihr im Ballett seid. Versucht es einfach so. Wenn ihr das ein paar Mal geübt habt, sollte der Kick gehen, okay? Dann hebt ihr den Knie und wenn ihr hier seid, wechselt ihr die Beine. Fertig. Das ist einfach nur ein Umschwung, okay? Ihr dreht euch, Umschwung, okay? Ihr müsst einfach in zwei Schritten üben. Schritt Nummer 1 und Schritt Nummer 2. Ihr übt diese zwei Übungen. Übung Nummer 1. Das übt ihr ein paar Mal mit Abschwung, okay? Nochmal. Und wenn ihr das alles geübt habt, diese Drehung. Nochmal. Nochmal. Und wenn ihr das könnt, kombinieren. Und jetzt kommt es darauf an, das alles noch zu feilen. Ihr könnt das alles schöner machen. Ihr könnt Kraft mitnehmen, indem ihr von hier sozusagen die Turbulenz mitnimmt und es sieht dann so aus. Also man kann das alles mitnehmen, man kann es kombinieren, man kann, keine Ahnung, man kann so, so dieses. Also das sind alles Feinheiten, wo man Sachen draufschlagen kann, aber am Anfang muss es nicht sein. So, am besten, um das alles nochmal im Kopf zu manifestieren, holen wir Mario rein. Mario, du hast die ganze Zeit zugeschaut. Das ist richtig. Was geht? Alles gut. Ein weiterer Kollege aus Sex Plus. Bist du ein Links- oder Rechtsfüßler? Linksfüßler. Links, sehr gut. So, du kommst jetzt hier hin. Du stellst dich so hin. Was musst du jetzt machen? Genau, drehen in der Ballerina. Was machst du, nachdem du dich gedreht hast? Abspringen. Abspringen. Abspringen, genau. Abspringen, Füße wechseln. Und versuch jetzt, du musst immer dein Knie hier, wo du dich gedreht hast, dort stoppen
wo du treffen willst. Ja. Das ist so wie ein Zielrohr. Wie auf der Waffe, dieses, ich ziele jetzt auf dich, okay? Kenn ich. Deshalb, du bist hier, du hast, okay, jetzt richtig. Deshalb bleibst du hier. Du kannst mit dem Bein auch einschätzen, wie lang die Distanz ist. Und dann so machen. Weiß ich circa, wie weit du bist. Ja. Und es ist auch ein weiterer Kick. Dann kann man zum Beispiel so. Verstehst du so? Ist ohne Probleme einschätzen. Okay, probier jetzt. Also mach das noch nicht auf. Ja. Versuch einfach nur hier stehen zu bleiben. Hier stehen zu bleiben. Ja. Vor mir genau stehen bleiben. Ja. Nein, nein, das nicht Kick hauen. Knie heben. Stehen bleiben, genau. Und jetzt springst du eigentlich ab. Und du vor ihm stehst, ne? Genau. Ja. Genau so. Okay. Probier es nochmal. Stehen bleiben, genau. Genau, es sah schon gut aus. Er hat noch nie in seinem Leben diesen Kick gemacht, aber es sah schon gut aus. Geh jetzt ein bisschen zurück und probier jetzt den Kick. Komm. Genau. Und jetzt mit mehr Schwung. Probier das mit mehr Schwung. Genau. Aber wir langsam wird's. Er hat eine sehr gute Technik und er hält das auch so in der Luft, wie ich es gesagt habe. Am Anfang ist es besser, dass er so schlägt, als er es dreckig schlägt. Mach noch zweimal. Dann wissen wir es, ob du es gelernt hast. Komm. Genau. Sieht schon gut aus. Und ein letztes Mal. Komm. Sehr gut. Sogar Kopfhöhe. Und genau so könnt ihr den Kick auch machen. Mario, sehr gut gemacht. Danke dir. Übe auf jeden Fall weiter. Das war's mit der Folge, Freunde. Wenn ihr weitere Kicks sehen wollt, weitere Techniken, wir können ja auch außerhalb des Kampfsports auch Sexstellungen zeigen bei Sex Plus. 69, Helikopter, Hammer, das alles ist möglich. Toyota, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und Penis. Okay, Freunde, bevor ich mich verabschiede, vergisst nicht, alles was ihr lernt, alles was Schläge, Kicks und sonst was angeht, die sind nicht dafür da, es an Menschen anzuwenden. Okay, aus alles im Leben kann eine Waffe werden. Ein Hammer kann ein ganz normales Werkzeug sein, wo ihr Nägeln zuschaut, es kann aber auch ein Tötungswerkzeug sein, okay? Deshalb, diese Kicks sind entweder da, um anzugeben, euch sportlich krass irgendwie geil weiterzuentwickeln oder zur Verteidigung, genau. Obwohl es hier sehr fraglich ist, ob solche Kicks in einem krassen Streit was bringen, aber dazu können wir in einem weiteren Video kommen. Deshalb, Gewalt ist niemals die Lösung. Schwanz im Arsch ist immer die Lösung. Dankeschön.